Wir werden euch heute zeigen, wie man innerhalb von wenigen Sekunden den PIN von ungefähr jeder Person klauen kann und wie man sich super einfach davor schützen kann mit ein bisschen Wissenschaft. Kim ist gerade im Kiosk hier drin und achtet einfach mal darauf, wann sie den PIN klaut. Habt ihr den Moment gesehen, wo Kim den PIN geklaut hat? Es ist genau dieser Moment hier. Achtet mal auf das Handy von Kim. Da ist ein Wärmebildaufsatz vor und damit kann sie messen, welche Tasten zuletzt gedrückt werden. Das Prinzip ist super einfach. Kim nutzt einen Wärmebildaufsatz für ihr Handy. Der Trick ist einfach, dass die Person vor ihr die Tasten berührt und da kommt es zu einem Austausch der Wärmeenergie. Die Person hat warme Hände, es wird ein Teil der Wärmeenergie auf die Tasten übertragen und die strahlen dann ab. Weil alles, was warm ist, gibt eine gewisse Strahlung ab und zwar vor allen Dingen im Infrarotbereich. Und deswegen misst das Gerät von Kim auch gerade die Infrarotstrahlung. Und jetzt kommt ein zweiter Trick. Die Tasten werden nacheinander gedrückt. Das heißt, man kann die Reihenfolge auch bestimmen, dass sie sich auch nacheinander abkühlen. Das heißt, die heißeste Taste ist die Taste, die zuletzt gedrückt wurde und die kälteste, die zuerst gedrückt wurde. Wie funktioniert eigentlich eine Wärmebildkamera? Eigentlich ist das sowas Ähnliches wie eine Digitalkamera. Wir haben sogar mal in einem Video, wo wir ein Nachtsichtgerät gebaut haben, gezeigt, dass man den Infrarotfilter aus einer Digitalkamera ausbauen kann und damit Infrarotlicht sehen kann und so bei Nacht sozusagen in der Dunkelheit sehen kann. Bei einer Wärmebildkamera funktioniert es ein bisschen anders. Da werden Intensitäten gemessen und man schaut sich einfach nur die Unterschiede an. Deswegen werden auch keine konkreten Temperaturen gemessen, sondern die Unterschiede der Objekte zueinander. Jeder Körper strahlt, wenn er warm wird. Ihr kennt das wahrscheinlich von Kohlen, die glühen. Aber andere Körper strahlen auch wenn sie nicht so warm sind. Man sieht das nur nicht so gut, weil sie in dem nicht sichtbaren Bereich strahlen, zum Beispiel im Infrarotbereich. Die Bank, die Tiere, der Boden, alles strahlt Strahlung ab, aber halt in unterschiedlichen Frequenzen. Und Max Planck hat das in seinem Strahlungsgesetz untersucht und die Wärmebildkamera ist in der Lage, das in ein Bild zu verwandeln, was wir dann sehen können. Die Vögel sind nämlich nur unten warm und am Gefieder nicht, weil die so gut isoliert sind von ihrem eigenen Pelz oder von ihren eigenen Federn. Das ist super spannend. Eigentlich schon erschreckend, dass man mit so einem Gerät direkt Leute beklauen kann und das so einfach ist. Das ist tatsächlich ziemlich erschreckend, vor allen Dingen, weil es einfach mal nur so 80 Euro kostet. Also echt? Früher haben diese Kameras unfassbar viel gekostet, waren super groß. Man konnte die nicht einfach irgendwie mal unauffällig mitspielen. Wenn ich dich jetzt so gesehen hätte, hätte ich gedacht, okay, ist eine Handyhülle und die spielt gerade irgendwie, keine Ahnung, Candy Crush oder sowas. Ja, sieht ja auch aus wie so eine Handyhülle, die noch einen Akku irgendwie dabei hat oder so. Ja. Aber es ist wirklich gruselig und noch gruseliger ist, dass 11% der Bevölkerung genau den gleichen PIN haben. Lass mich raten, 1, 2, 3, 4. Das ist sogar richtig. Die meisten können sich einfach keinen PIN merken und nehmen 1, 2, 3, 4. Echt einfallslos. Bei dieser Technik mit der Infrarotkamera gibt es zwei ziemlich große Vorteile. Zum einen, bei so einem ATM-Automaten aus Metall funktioniert das nicht. Der Grund ist super simpel. Metall leitet viel besser Wärme. Das heißt, wenn ich die Tasten gedrückt habe, dann leitet sich die Wärme total leicht ab und man kann nach kürzester Zeit schon nicht mehr erkennen, welche Tasten gedrückt wurden. Und außerdem Metall reflektiert. Das heißt, überall um uns herum ist ja Infrarotstrahlung, weil alles, was warm ist, strahlt. Und das nimmt die Kamera auf, aber sie weiß nicht, woher die Infrarotstrahlung kommt. Das heißt, man kann nachher nicht erkennen, welche Tasten gedrückt wurden. Also sind nur die Automaten gefährlich, die quasi Plastiktasten haben? Nein, guter Punkt. Also tatsächlich ist es gar nicht so gefährlich, wie man denkt, wenn man so ein bisschen Ahnung von Wissenschaft hat. Man muss einfach seine ganze Hand auf ein paar andere Tasten noch legen, dann werden die erwärmt und nachher kann man nicht erkennen, welche Tasten gedrückt wurden. Also quasi das ganze Gerät erwärmen. Genau. Schlau. Oder einfach die Karte nicht klauen lassen, das wäre auch ziemlich schlau. Leute, lasst euch nicht die Karte klauen. Und ansonsten immer schön abwischen mit der Hand. Genau.